Never.
shall. You really soon found out what life was all about. Trying to find your direction on all those different turns. Wherever it leads, I don't know. This life's too fast to find your road. Whenever a dark cloud's brown, but cover your guiding light. Just get it. So you took your time, but life it still runs. People try to tell you it's gotta be that way. But where are you now? Come on, tell me, where's all your fun? You gotta make a stand, you gotta learn to stay. Wherever it leads, I don't know. This life's too fast to find your road. Whenever dark clouds growl, the courier guiding light. Just get it on.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank auch, dass ihr überhaupt gekommen seid, obwohl Vokalendspiel ist. Oder hier irgendwie Stadtfest oder was auch immer. Doppelfest. Für uns ist das ja heute ein ganz besonderer Tag, weil es ist das letzte Konzert unserer ganzen Tournee. Wir haben ja, bitte? Ja. Wir haben ja schon im September angefangen und wir haben wirklich viele, viele, viele Konzerte gespielt. Also Deutschland rauf, Deutschland runter. Wir haben die meiste Zeit im Auto verbracht, ganz viele schöne Stunden im Stau verbracht. Also wenn ihr zum Beispiel, das Blöde am Musikerdasein ist ja nicht das Musikmachen. Das Blöde ist ja, dass man immer unterwegs sein muss, um irgendwo Musik zu machen. Und wenn man so nach Hamburg fährt, dann weiß man natürlich, dass das lange dauert. Ne? Aber wenn man nach Unna fährt und denkt dann irgendwie, ja, boah, super, das sind ja nur 106 Kilometer und braucht dann fast 4 Stunden dafür, dann ist das echt hart. Und wenn du dann denkst, das ist meistens freitags, und wenn du dann denkst, naja, aber die Rückfahrt wird super, und hast dann das große Glück, dass du bei Burscheid irgendwie noch eine neue Baustelle nachts um 1 Uhr aufgemacht haben und fährst dann nochmal 2,5 Stunden zurück, dann weißt du, das war ein schöner Tag. Ja, es schweißt zusammen, man muss sich mögen. Ja, man bringt natürlich auch sehr viele Stunden zusammen im Bus, weil wir alle zusammen fahren. Wir haben das große Glück, dass wir einen haben, der ein Lied in den Mund aufbekommt und uns dann immer den ganzen Tag unterhält und einen Witz am anderen erzählt, den wir schon alle 10 Mal gehört haben. Aber es ist sehr schön mit dir, Thomas, wirklich. Ihr könnt euch ja nicht vorstellen, wie auf Tour sein heutzutage ist. Ne? Früher hieß es, oh, hör noch neue Platte, leg mal rein, hören wir uns zusammen an. Man unterhielt sich. Heute steigen 5 Mann ein, ihr setzt den Kopfhörer auf. Ja, überlegt mal, warum. Guck in den Laptop. Ja, ja, ja. Komm du mir nach Hause. Ja, das ist so. Also wir sind ja schon ein bisschen traurig, dass nicht ein paar mehr Leute zum letzten Konzert gekommen sind, aber uns wurde sogar angetragen, ob wir nicht gewillt wären, das Konzert zu verlegen wegen Pokalfinale und so weiter. Aber da ich ja weiß, dass ich ungefähr mindestens 70% der Menschen, die heute Abend hier sind, alle beim Vornamen kenne, habe ich gedacht, das können wir nicht machen. Und ich weiß ja auch, dass du dir ein Hotel genommen hast, dass du und so weiter und so fort. Da haben wir gedacht, das ist doch scheißegal, auch wenn da nur 10 sind, wir spielen auf jeden Fall. Das können wir den Jungs ja nicht antun. Und im Übrigen auch nicht weniger gerne. Was heißt denn den Jungs? Den Mädels natürlich können wir das auch nicht antun, ne? Selbst wenn man in meinem Alter das nicht mehr so auffasst, wie ich das vielleicht vor 30 Jahren gesagt hätte mit den Mädels. Aber okay, spielen müssen wir trotzdem für euch. Und deswegen haben wir gedacht, jetzt im Programm wäre super geil, wenn wir von der neuen Platte kein Stück spielen, sondern ein altes. Und das klingt so. So I can let my spirit flow. Out here on my own, I try to lay my soul. In every word I write, trying to get to you somehow, and as the band begins, music drags me in. Nowhere I'd rather be. Try to reach your hearts out there, but there's too many words to let you know I care. Hope you won't get me wrong.
catch the flame. Can you feel my fire? For you, I'm fire and flame. Yeah, my love, it burns so true. Thank you.
Vielen, vielen Dank. And for the last time, für Johanna. So spread your wings and feel.
Dinge passieren im Leben, die keiner von uns bestellt hat, egal welcher Art. Und es ist total schön, wenn es einen Weg gibt, der einen da durchbringt oder dann raushilft. The Way. Und Matthias Kraus am Piano. All I want.
Vielen, vielen Dank. Klaus Häuser. Kommst du mit spazieren?
Danke euch. Dankeschön. Am Schlagzeug Markus Rieck. Hat er verdient, hat er verdient. Also er hat das ja studiert, er ist ja eigentlich Jazz-Schlagzeuger und er hat bei uns dann Rock gelernt, aber Jazz kann er immer noch. Und sein größter Wunsch ist mal bei mir den Rasen zu mähen. Nee, das ist, also wir haben uns eben in der Garderobe nochmal total totgelacht. Weil das ist ja heute letzte Konzert, da können wir ein paar Anekdötchen mal erzählen. Und zwar haben wir mal vor dem Konzert in der Garderobe gesessen und da sagte der Markus, was ist eigentlich mit deinem Rasen, wenn du in Urlaub bist? Also zum Beispiel in Domburg. Habe ich gesagt, ja, keine Ahnung. Und sagt, da kann ich den dann für dich mähen. Sag ich, ja, wenn du willst, gerne. Ne? Dann hat er gesagt, weißt du, was ich dann mache? Da rufe ich meine Jazzfreunde an und sag denen, ich wäre jetzt Popstar und habe eine Villa in Bodenkirchen. Da habe ich zu ihm gesagt, jetzt weiß ich endlich, was du von mir hältst, ne? Und wie du mich so siehst. Also. Seitdem gehen uns Bilder durch den Kopf und ich überlege, alles, was auf Tour passierte, mal in einen Comic zu verwandeln, wie der Markus den Rasen mäht und seine... Naja, lassen wir das. An langen Winterabenden. Und ich sage meinen Jazzfreunden dann, ich bin jetzt Popstar. Dann habe ich mir immer so ein Bild vorgestellt, wie der bei mir im Garten sitzt und seine Jazzfreunde kommen. Und so. Auf dem Leopardenfell oder so. Wie man das ja so kennt aus Funk und Fernsehen. Ne? Was ich noch sagen wollte, das Stück, was wir gerade gespielt haben, das ist eins meiner Lieblingsstücke live, weil das macht so einen unheimlichen Spaß, das zu spielen. Und zweitens macht das so einen unheimlichen Spaß, euch zu sehen dabei. Weil wenn diese Stelle kommt, weil die Leute, die das von der Platte kennen, die sind ja nicht überrascht. Aber die anderen Leute, die das noch nie gehört haben, das geht bei denen immer so los. Irgendeiner hat sich da jetzt verspielt. Und dann denken die so nach einer Minute, ey, hör mal, da ist Absicht. Die meinen dann ernst. Und wenn dann dieses ganze Chaos auseinanderbricht, ich meine, ihr müsst euch nur die Welt angucken, so ist sie nun mal. Und dann, wenn das dann auf einmal alles wieder zusammenbricht, diese Erlösung in euren Gesichtern, so, oh, das ist echt total toll. Übrigens, wo wir schon bei Markus sind, der hat mir vom Konzert eben noch erzählt, also es gibt kein Stück beim Konzert, auf das er sich nicht freut. Ja. Was wäre denn das von ihm gedacht? Das wäre bis jetzt bei keinem Programm von der Tour so gewesen, dass er sich auf jedes Stück gleich freut. Deswegen freue ich mich jetzt, dass wir noch weiter spielen, weil er muss sich ja noch auf ganz viele Stücke freuen.
Dankeschön. Ich weiß jetzt nicht genau, der wievielte Auftritt das ist, aber so ungefähr 45 oder irgendwas. Aber hier sind ja heute richtig junge Leute anwesend. Also du zum Beispiel. Musstest du mitkommen? Nö. Du bist freiwillig hier. Da ist noch so jemand, wo ich dachte, das haben sich bestimmt verlaufen oder was? Klaus, der Mann war schon auf 2 Konzerten, höre ich gerade. Nee, das ist ja so, wenn man so Rockmusik macht, das ist ja bei den jungen Leuten nicht unbedingt überall so angesagt. Ich kenne das nur von meinem Sohn. Also kann ich da eine Geschichte erzählen. Der wohnt ja zum Glück schon lange nicht mehr zu Hause. Das ist auch gut so. Ja, nicht, dass ich den nicht gern habe, das wisst ihr. Aber ich meine, irgendwann... Ist eigentlich ein netter Kerl. Irgendwann war das zum Beispiel war das bei uns zu Hause so. Ich habe ja, so höre ja gerne auch mal alte Platten, ne? Die sind mir auch richtig was wert. Da musste ich oft den Wagen für waschen und oft den Rasen mähen. Und so nach 3 Wochen durfte ich mir dann endlich davon, von dem verdienten Geld, eine Langspielplatte kaufen. Das war dann halt wie ein Schatz. Und deswegen ist eine meiner vielen, vielen Lieblingsbands, die ich habe, ist zum Beispiel Golden Earring aus Holland. Die höre ich immer wieder noch total gerne und diese gibt es ja auch immer noch. Und wenn ich dann bei mir im Zimmer mal so oder bei mir im Studio dann von Golden Earring die Platte gehört habe, dann kam mein Sohn dann rein und sagte, hör mal, Papa, hast du sie noch alle? Mach mal leise. Das hält ja keiner aus. Das ist wie früher, ne? Kam der Papa auch immer. Dann habe ich auch so gedacht, ich hätte meine Eltern überwunden. Ich wusste nicht, dass das so weitergeht. Das kam ja auch noch schlimmer. Also es gab auch Momente, da sagt er, Papa, hast du Lust mit mir heute Champions League in der Kneipe zu gucken? Sag ich, ja klar. Sagt er, guckt er mich an und sagt, ja, aber so nicht. Sag ich, was meinst du denn? Du willst doch nicht so rausgehen, zieh dir mal was Vernünftiges an. Kennst du auch von früher. Das war bei meinen Eltern auch so. War ich mal in Amsterdam auf dem Flohmarkt und habe mir so einen Fellmantel gekauft und habe gedacht, boah, jetzt bin ich aber obercool, den hatte ich genau 2 Stunden. Danach hat meine Mutter, ich habe den einmal angezogen, meine Mutter hat gesagt, Klaus, so nicht. Ist das Kunst oder kann das weg? Ja, dann war der sofort im Mülleimer und dann durfte ich auch nicht mehr anziehen. Aber ich habe ja Glück gehabt, mein Sohn hat mich trotzdem zum Fußball mitgenommen, nachdem ich mich umgezogen habe. Nee, war ein Scherz. Aber der war schon ein bisschen pikiert und guckte mich immer an und meinte, nochmal frage ich den nicht. Sag mal, Klaus, ging es nicht darum, dass du eine Lederweste anhattest? Und er sagte, so nehme ich dich nicht mit, du siehst aus wie der Taxifahrer aus dem Tatort. Also, ihr wisst das doch, ihr habt doch Kinder, ihr wisst doch, was man da alles so mitmacht. Papa vom Thiel. Der Papa, ja, hatte ich so eine Lederweste, fand ich früher mal total gut, hat mein Sohn original das gesagt. Ja, und da könnte ich euch noch 1000 Geschichten erzählen. Also, ich habe ein lustiges Leben zu Hause gehabt, das kann ich euch sagen. Oder wenn ich dann mal gedacht habe, mein Sohn und meine Frau wären nicht da, weil die haben dann Golden Earring immer nur noch die verbotene Band genannt. Also, die durfte ich dann gar nicht mehr laufen lassen. Und dann habe ich gedacht, die wären nicht da, kommt meine Frau ins Zimmer und sagt, Klaus, weißt du selber, ne?
Ich fand auch die Geschichte lustig, die er mal erzählt hat, sein Sohn mit seinem Kumpel im Zimmer früher. Was macht denn dein Papa beruflich? Und der so, ja, ich bin Arzt. Und deiner? Ja, der ist Hippie. Und dann haben die sich unterhalten und fragte eine, kann der denn davon leben? Bis jetzt läuft's. Das zum Thema Kinder. Ne? Aber ihr kennt euch ja auch mit auf. Jetzt kommt ein Stück, das habe ich nicht für meinen Sohn geschrieben.
Vielen, vielen lieben Dank. An der Bassgitarre, Sascha Delbruck. Am Schlagzeug, Markus Rieck. Someone
someone who'll never be too much of the same kind. Just bring me up and stay right here.
Matthias Krautz. Klaus Häuser. Danke, danke.
Herzlichen Dank. Das Ding ist eins zu meiner Liebsten geworden. Die Sache von dem Rise and Fall.
fall. Silently to the floor. Wind is blowing through the trees. Open up yourself. Just let in the breeze. You've been searching for someone to depend upon. For the one to keep you warm. You took too many roads trying to make it on your own. Go grab the hand that takes you to the one that leads you home. Your heart of stone. She means everything to you, and you really feel that her love is real. You've been searching for someone to depend upon. Just grab a hand that takes you to the world that needs you. Oh, that needs you. Silently to the floor. Wind keeps blowing through the trees. Yeah, you opened up. You raised a family. Just need to get it on. Take your hands and start.
Ist schon ganz gut, aber fürs letzte Mal, ne? Gibt alles! She twists and turns. She
shakes till the blood boils in your veins. The moon inside, the stars so bright. Hey, tonight's the night. A dress so tight, as sharp as a knife, a pure delight. She just found beauty right.
Ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid in Sangeslaune. Ich habe versucht, die ganze Tour zu züchten und mal gucken, ob es Früchte trägt. When I'm out here on my own, lost and lonely, far from home, silence falls. In the dark you cannot see, life's a mystery to me. After all, sometimes it's hard to be wouldn't you agree that we all feel the need for something to believe in the end? That's the reason why still here we are. If there's a place where we come from, why do we need one to belong when we're gone? So make your peace, 'cause when a man pulls you back and grabs your hand, you must go. Sometimes it's hard to be wouldn't you agree that we're all digging deep for something to believe in the end? 'Cause that's the reason why still here we are. Just believe, 'cause that's the reason why I'm still here we are. So, und jetzt ihr. Dankeschön. Ein Riesendank gilt übrigens auch an Dieter Bohlen, der diesen Text geschrieben haben soll.
without love, love, love to share. Without love, love anywhere. Thank you.
summer's on another weekend morning. Nothing's on, you just got some time to spend. In your heart you got that certain longing. Soon you start to feel your blood turning into gas. Go get your things, like on any Sunday you meet the other sushi. The same disease. And you join the pack, and you stop to breathe when your engines roll. You're riding side by side. Hit the road to harm those white stripes. Turn and turn and a machine becomes one. It's a loaded at your brain that's winding. Cut the wind until you watch your wheels go in. Now you're sky and the sun.
Recht, recht herzlichen Dank. Danke, 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 danke. Pass mal auf, da das ja heute unser letzter Auftritt ist, müsste ich mich mal ganz recht herzlich erstmal bei euch bedanken für euer Kommen. Und zweitens wollte ich mich dann noch beim Gerhard Lau bedanken, weil das ist einer, der fast die ganze Tour mitgefahren ist und uns immer aufgeholfen hat, aufzubauen, abzubauen und heute darf er es ganz alleine machen. Dann wollte ich mich natürlich noch recht gerne bei unserem Mixer hinten bedanken, wie Mick Schürmeier. Vielen, vielen Dank für deinen Einsatz und deinen tollen Sound.
Da müsste ich mich natürlich noch beim Stefan bedanken, das ist unsere Plattenfirma, dass der uns überhaupt unter Vertrag genommen hat, weil wir so unfassbar viele Platten verkaufen. Und dann, wenn ihr noch Zeit habt, könnte ich mich eigentlich bei jedem Einzelnen von euch bedanken, weil, wie ich schon am Anfang erwähnte, ungefähr 70% kennt schon Vornamen. Egal. Jedenfalls herzlich Dankeschön, dass ihr so viele Konzerte gesehen habt. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt hier Tabellenführer ist, aber da gibt es welche, die sind, sag mal, wie viele Konzerte habt ihr schon gesehen? So viel haben wir gar nicht gegeben. Applaus, Doris Holger. Ich meine, das muss man sich mal reintun, oder? Ich meine, du zählst ja von Anfang an, ne? Du zählst ja von Anfang an nicht diese Tour, das ist klar. Aber wenn man sich überlegt, dass die schon über 200 Konzerte von uns gesehen haben, dann könnt ihr euch vorstellen, wie fleißig wir sind und warum wir dann auch manchmal eine Pause brauchen, oder? Außerdem muss ich ja noch mal wieder in Urlaub fahren. Ihr wisst Bescheid, ne? Dieses Jahr komme ich wieder. Und dann muss ich euch noch unseren Youngster vorstellen. Ein unfassbarer Jazz-Schlagzeuger, der immer davon träumt, einmal Popstar zu sein. Am Schlagzeug. Und den Grünschnitt zu föhnen. Markus Rieck. Mama, wenn deine Jazz-Freunde kommen, du weißt, dass die nicht auf den Rasen dürfen. Du vergisst den Maulwurf, Klaus. Wenn du den als Rasenkeeper, da gibt es so die Story mit dem, wisst ihr noch, er liebt ja seinen Rasen über alles. Und dann haben wir gesagt, wenn das nicht läuft oder die Gage irgendwie nicht so ist, dann hat er gesagt, Klaus, ich habe hier einen Maulwurf. Deswegen werde ich immer ärmer. An der Bassgitarre Sascha Delbruck. Nicht nur an den Keyboards, sondern der Matthias stellt uns ja inzwischen sein Studio zur Verfügung, wo wir aufnehmen und wir beide produzieren auch immer die ganzen CDs. Also sozusagen der halbe Produzent und der ganze Keyboarder, Matthias Kraus. Dann Gitarre und Vokal, Thomas Heiden. Vielen Dank. Das ist, wenn man seit Jahren so viel spielt, wie wir das tun, immer schön irgendwie nach Hause zu kommen. Das ist dann fast egal, wo das ist. Wenn die Menschen da sind, die die Leidenschaft mit dir teilen, ist das ganz besonders und ganz schön. Alleine macht das einen Riesenspaß, aber teilen ist irgendwie viel schöner im Leben. Deshalb danke fürs Rauskommen und Teilen. Jedes Mal. Dankeschön. Ich habe dann immer die glanzvolle Aufgabe, am Schluss den Mann vorstellen zu dürfen, den man gar nicht vorstellen muss. Ich weiß, jetzt sagt er danke, ich spiele weiter. Vergiss es. Ja, schreibt Songs, seitdem ich denken kann, hat schon immer was mit mir gemacht. Ich bin der glückliche Mensch, der darauf texten darf. Das ist wie auf, wirkt man auf eigenes Lied gut texten, wenn man das quasi mit der Muttermilch, ihr wisst, was ich meine. Sollen Menschen schreiben, was sie wollen. Ich texte immer authentisch aus dem Herzen, meist aus meinem Leben, andere müssen aus ihrem singen. Der Mann, der es geschrieben hat, großartig kann, Riesengitarrist, toller Mensch, Mega-Songwriter, Klaus Heuser. Dankeschön. Vielen Dank. Und da, ja, ist alles gut. Und da er schon gemerkt hat, dass ich die Gitarre schon anhabe, habt ihr vielleicht gar nicht gemerkt, dass wir uns mitten in der Zugabe befinden. Weil das, wir überbrücken das immer schneller, ne? Wir wollen ja auch alle nach Hause. Nee, weiß eigentlich einer, wie das Spiel ausgegangen ist? Für? Was? Na, sag ich doch. Wie viel? Wie viel? 3-0? Ach, wie langweilig, ey. Da habe ich ja nichts verpasst. Du hast du doch ja nicht gesehen. Wenn immer Bayern München gewinnt, ich habe ja nichts gegen die, aber das ist ja total doof, oder? Das wäre ja so, als guckt man sich 200 Konzerte von...
Das hast du nicht gesagt. Das war, der war okay, oder? Komm. Ja, aber haarscharf. Komm, am letzten Tag darf ich das mal machen, oder? So, wir sind ja unterwegs, um die aktuelle CD zu promoten. Und jetzt haben wir 9 Stücke davon schon gespielt. Fehlt also noch eins, das machen wir jetzt. Und das klingt so. So, und dann haben wir, bevor ich euch nach Hause schicken darf oder kann, noch einen Song, den wollen wir jetzt noch spielen.
Das ist ja sozusagen dann der letzte Song, der passte doch nie so gut dahin wie jetzt oder wie heute, weil der heißt auch Last Favorite Song. Und mit dem Stück wollen wir euch dann in einem hoffentlich wunderschönes Wochenende entlasten. Geht morgen wählen, denkt daran. Auf die richtigen. Und dann bis irgendwann mal. After all those years, just to hold you near means everything, I swear. Our hearts are beating still as one our love holds on. Pleasure and pain, without you my life's in vain. Will you be
Dankeschön. Thomas Hein.
Markus Rieck. Matthias Kraus. Sascha Delbo. Ich und ihr, macht's gut zusammen. Tschüss. Dankeschön.